Liebe Freunde des Lebens, heute haben wir einen ganz lieben Gast bei uns, Schwester Monja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie ist aus Osnabrück und leitet dort das Haus Nazareth. Das ist ein Haus für schwangere Frauen in Not. Bitte erzähl uns kurz, was ist euer Auftrag? Wir haben gemerkt in der Beratung mit schwangeren Frauen, dass es nicht genügt, einfach zu sagen, behalte doch dein Kind, sondern es muss sehr oft sehr schnell, unbürokratisch Hilfe erfolgen. Und manchmal eben auch, dass eine Frau ganz schnell ein Dach über dem Kopf braucht. Was sind das für Frauen, die bei euch Hilfe suchen? Das sind sehr unterschiedliche Frauen. Man hat vielleicht manchmal das Bild, dass es irgendwelche Jugendliche oder junge Frauen sind, aber das ist gar nicht so der Fall. Oft sind es Frauen, die einfach mit der Situation überfordert sind und nicht alleine sein wollen. Die gehen einem Beruf nach oder sonst irgendwas und jetzt sind sie mit einer Schwangerschaft komplett, einer ungeplanten Schwangerschaft überfordert. Ihnen sind manchmal auch alleine, die meisten alleinerziehend und sagen einfach, okay, ich brauche eine Auszeit, um eine Entscheidung finden zu können. Aber wir nehmen auch Frauen auf, die manchmal aus sehr dramatischen Lebenssituationen kommen. Frauen, die auf dem Straßenstrich waren, dorthin verkauft wurden. Frauen, die aus einem kulturellen Hintergrund kommen, wo sie Angst haben müssen, dass ihnen das Leben genommen wird. Die haben ganz konkret Angst um ihr Leben, weil es vielleicht ein uneheliches Kind ist oder sonst irgendwas. Also manche Frauen bringen wirklich einiges mit. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Da kommt dann Leben ins Haus. Wenn vor allem vielleicht auch Geschwisterkinder mitkommen, könnte ich mir vorstellen, dass auch Kleinkinder mit dabei sind. Dann. Das ist das Besondere bei uns im Haus und auch was sehr wichtig ist, weil die Situation für die Frauen ist oft so angespannt und so dramatisch und fast dieser Schwangerschaftskonflikt, dass Kinder wirklich auch gut tun können. Die Frauen freuen sich, wenn ein bisschen Entlastung da ist. Wir freuen uns, wenn Leben im Haus ist. Also das, wir haben sehr oft sehr viel Leben im Haus, aber das ist auch gut so. Ja, schön. Ja. Ich durfte ja auch schon einmal dort sein und bin sehr berührt gewesen vom guten Zusammenhalt, den ihr im Haus habt und das Miteinander. Kannst du uns bitte sagen, wie finanziert sich das Ganze? Was kostet es den Frauen, die zu euch kommen? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, beziehungsweise der Träger des Hauses ist ein gemeinnütziger Verein. Wir finanzieren uns komplett von Spenden. Ja? Das heißt, die Frauen, die bei uns wohnen, sie müssen nichts bezahlen. Oft ist ja die finanzielle Situation so instabil der Frauen, dass wenn man sagen würde, du musst so und so viel für die Übernachtung bezahlen, hätten sie keine Möglichkeit. Und an Geld darf es nicht scheitern. Das heißt, die Frauen wohnen kostenlos bei uns, aber sie sollen einfach mitarbeiten. Wir haben ein großes Haus, eine alte Pension, da fällt viel Arbeit an. Es ist wie ein WG-Leben bei uns. Wir kochen zusammen, wir putzen zusammen, wir leben zusammen. Das ist die einzigste Bedingung. Ja, Toleranz, das muss über allem schweben. Ja. Aber also unser Haus finanziert sich von Spenden und die Frauen können kostenlos wohnen. Schön, ja. Sehr schön, ja. An dieser Stelle ein herzlicher Dank den Spendern, weil ohne die Spender könnte man natürlich und Gönner dieses Haus unmöglich führen. Das stimmt, danke schön. Ich weiß ja auch, dass du viel oftmals auch nach Holland fährst, um dort auch bei den Abtreibungskliniken Dienst zu tun, am Gehsteig. Für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, vielleicht sag noch ein paar Worte, was ist Gehsteigberatung in Holland? Weil das ist auch ein Bereich, der bei deiner Arbeit dazugehört. Ja, in Holland gibt es Häuser, wo ausschließlich Abtreibungen durchgeführt werden. Und wenn man in der schwangeren Beratung tätig ist, weiß man, wie sehr diese Frauen leiden, in was für einer Tragödie die stecken und wie oft diese Frauen auch fehlberaten wurden. Und das motiviert uns, dorthin zu fahren, um dieser Not direkt vor Ort, vor diesen Häusern zu begegnen. Das heißt, wir sprechen mit den Frauen vor einer Abtreibung, wir bieten ihnen Hilfe an, sprechen auch mit den Frauen nach einer Abtreibung. Die Not ist einfach so unglaublich groß dort und wir wollen dieser Not dort begegnen. Ja, schön, sehr wertvoll. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass auch Frauen bei euch Hilfe suchen, die schon bereits eine Abtreibung hinter sich haben.
Was könnt ihr diesen Frauen anbieten, die bereits abgetrieben haben, euch leider zuvor nicht gekannt haben und möglicherweise vor diesem Schritt bewahrt geblieben wären? Was macht ihr mit diesen Frauen? Die Hilfe ist sehr individuell, weil jede Frau steht ja an einem anderen Punkt. Das heißt, zuerst hören wir mal hin. Wir hören hin, was braucht jetzt diese Frau in ihrer Notsituation? Geplant perspektivisch sind auch Seminare. Manchen tut es gut, mit Gleichgesinnten zu reden. Das ist allerdings noch in Planung, wird aber dann doch sehr bald kommen. Es gibt die Möglichkeit für diese Frauen ebenfalls bei uns zu wohnen, um einfach zur Ruhe zu kommen, um das aufzuarbeiten durch Gespräche, durch bestimmte Rituale. Wir haben hinterm Haus einen großen Garten, wo man zum Andenken an die Kinder einen Obstbaum pflanzen kann. Also es gibt einfach verschiedene Aufarbeitungsschritte, Möglichkeiten, um dieses Traumata anzugehen. Sehr wertvoll. Ich glaube auch, ihr arbeitet auch mit Fachpersonen zusammen, ja, die für dieses Thema sich spezialisiert haben. Ja, so ist es bei unserem Haus. Wir arbeiten mit vielen Büros zusammen, Agenturen, natürlich mit Hebammen, Frauenärzten, eben Therapeuten, die eine spezielle Ausbildung haben in der Traumabewältigung. Wir als Laien können nicht alles auffangen. Für manche Frauen reicht es einfach, mit jemandem zu reden. Aber bei manchen Frauen steckt das Traumata doch so tief, dass professionelle Hilfe benötigt wird. Das ist natürlich auf jeden Fall gewährleistet bei uns. Ja, schön. Wir werden auf jeden Fall bei diesem Video verschiedene Adressen anführen, auch vom Haus selber, dass wer Hilfe sucht, auch Hilfe finden kann. Gibt es sonst von eurem Haus, gibt es eine Webseite? Die Webseite heißt so wie unser Verein, Donum Domini e.V. Dort sieht man alles Mögliche, unser Leben, Bilder vom Alltag. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man einen Rundbrief zugeschickt bekommt, zweimal im Jahr. Dort wird nochmal ganz detailliert beschrieben, was ist in den Niederlanden alles passiert. Frauen berichten, die bei uns gewohnt haben. Also eine gute Möglichkeit, näheren Einblick in unser Leben zu bekommen. Schön. Also ich möchte allen anraten, dass sie sich diesen Newsletter bzw. Rundbrief besorgen, sich anmelden. Ja, und so danke ich dir herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Haus. Und ich wünsche euch Gottes Segen weiterhin und gutes Zusammenarbeiten. Gott behüte euch. Ja, vielen Dank, Nathalie. Ich habe natürlich zu danken, dass ich die Möglichkeit habe, hier in diesem Rahmen mit dir über unsere Arbeit zu reden. Sehr gerne, Dankeschön. Immer wieder. Dankeschön. Danke. Und so wünsche ich euch Gottes Segen. Bleibt behütet und bis zum nächsten Video.